Hey Leute, war jetzt nicht so der geilste Grand Prix ever, aber natürlich gibt es trotzdem für euch die Overperformer, Underperformer des Rennens, meine Rennbewertung. Ich würde sagen, wir legen direkt los, heute aber im Schnelldurchgang. Plus 2 Punkte kriegt von mir Daniel Ricciardo, trotz seines Unfalls mit Yuki Tsunoda, wo ich wirklich gerechtfertigt fand, dass er plus 10 bekommen hat. Trotzdem hat er es mit den Softs dann auf P7 geschafft, mit tollen Überholmanövern und dann noch die 10 Sekunden rausgefahren. Von daher herzlichen Glückwunsch, Daniel Ricciardo. Und plus 1 von mir kriegt Max Verstappen. Herzlichen Glückwunsch auch hier zum 14. Saisonsieg, damit Rekord gebrochen. Herzlichen Glückwunsch, es war wirklich natürlich wieder eine sehr, sehr gute Leistung, auch von Max Verstappen. Für das Community Voting außerdem könnt ihr abstimmen für Alex Albon. Super Rennen gefahren, nach einem etwas schwächeren Qualifying, fast noch Punkte ergattert, mit ein paar mehr DNFs, mit ein bisschen mehr Glück. Wäre heute auch wieder was drin gewesen für Alex Albon. Weiterhin nominiert auch als Overperformer Lewis Hamilton, P2, mal wieder am Sieg gekratzt, aber Max Verstappen, Red Bull waren einfach zu stark, trotzdem gute Leistung auch von ihm. Und zu guter Letzt Valtteri Bottas, sensationelles Qualifying, sogar ein Ferrari geschlagen, im Rennen dann ja mit ganz, ganz viel Glück noch einen Punkt gerettet, aber trotzdem insgesamt hier auch mal wieder ein Punkt für Alfa Romeo und Valtteri Bottas vor allem. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zu den Underperformer, minus 2 Punkte, kriegt von mir Nicolas Latifi, wie so oft, aber das war mal wieder wirklich gar nichts. Im ersten Stint war er noch nah an den Haas dran, aber dann lief gar nichts mehr zusammen, von daher für mich der Underperformer des Wochenendes. Und minus 1 Punkt kriegt von mir Charles Leclerc, natürlich auch stellvertretend für Ferrari insgesamt, die hat man ja irgendwie ab Runde 2 gar nicht mehr gesehen in den TV-Kameras. Das war natürlich von Ferrari ein nicht so gutes Wochenende, aber Charles Leclerc hier nochmal mit deutlich mehr Problemen. Carlos Sainz hatte ihn im Griff, im freien Training hat er auch mal das Auto verloren, im Rennen lief auch nicht wirklich mehr. P6 ist für jemanden, der eigentlich P2 noch in der WM holen möchte, doch recht enttäuschend. Außerdem Underperformer und für euch also auch fürs Community Voting freigeschaltet, Kevin Magnussen, auch hier stellvertretend für Haas, da lief auch gar nichts mehr im Rennen. Aber Mick Schumacher hat wieder Kevin Magnussen geschlagen. Deswegen nominiere ich Kevin Magnussen. Außerdem auch Lance Stroll. Hier kann man auch beide Aston Martins erwähnen, die kein gutes Wochenende hatten. Lance Stroll hatte noch ein bisschen mehr Probleme als Sebastian Vettel. Von daher auch für mich ein Underperformer. Und zu guter Letzt Zhou Guanyu. Jetzt auch kein krasser Underperformer. Aber wenn man sich einfach nochmal so anguckt, wer da noch im Rennen alles war, war jetzt für mich keiner da, den ich sonst hätte wählen können. Zhou Guanyu deutlich von Valtteri Bottas geschlagen dieses Wochenende und deswegen für mich auch ein kleiner Underperformer. Kurzer Blick aufs aktuelle Power Ranking. Verstappen kriegt einen Punkt, Leclerc kriegt einen Punkt abgezogen, vorne ändert sich aber nichts, aber hinten gibt es wieder eine Verschiebung. Mein Gott, ist das spannend. Mittlerweile ist also Ricciardo wieder auf Platz 19 vorgerutscht, Latifi rutscht auf den 20. Platz. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer sich hier tatsächlich am Ende der Saison die rote Laterne holt. Ihr könnt jetzt beiden noch Stimmen geben, entweder als Overperformer oder Underperformer. Im Community-Voting natürlich könnt ihr auch für die anderen 8 Fahrer abstimmen. Insgesamt 10 Fahrer stehen für euch zur Auswahl im Community-Voting, damit ihr hier dieses Power-Ranking noch ein bisschen verfeinern könnt. Und dann ist es auch wieder Zeit für ein Zwischenfazit, immer nach 5 Rennen. Sammeln wir uns in einem Livestream, gucken uns alle 20 Fahrer an und dann gibt es nochmal Punkte für alle oder Minuspunkte, wenn sie die letzten 5 Rennen nicht so gut performt haben. Das wird am Sonntag stattfinden, also hier auf jeden Fall schon mal abonnieren, die Glocke betätigen und auf allen Social Media Kanälen mir folgen, dann werdet ihr das auf keinen Fall verpassen. Und bevor das Race Recap hier zu Ende geht, natürlich noch meine Rennbewertung. Ihr seht es jetzt schon eingeblendet, 3 von 10. Das ist auch schon sehr, sehr, sage ich mal, positiv bewertet im Discord. Da war eigentlich die gängige Meinung 2 von 10 oder 1 von 10. Mehr hätte das Rennen nicht geboten. Aber komm, ich bin mal gnädig, 3 von 10. Ein bisschen Hoffnung mit der Strategie war da. Am Ende war es ein langweiliges Rennen, vor allem, weil man dann gesehen hat mit den Softs. Daniel Ricciardo hat es gezeigt, da war echt viel Speed hinten noch dran. Da hätte noch ein bisschen was passieren können, aber weder Red Bull noch Mercedes haben sich da was getraut. Für Red Bull ist natürlich alles aufgegangen. Mercedes kann auch happy sein. Von daher alle happy, bis auf die Formel 1 Fans. Die hatten jetzt halt eher mal ein langweiligeres Rennen. So ist das halt. Wir sehen uns beim nächsten Rennen wieder und natürlich beim Zwischenfazit. Da bitte einschalten. Ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns bis dann. Ciao.